Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Doc Podcast Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir euch oder Sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit mit wertvollen Tipps und behandeln auch Themen, die über die klassischen Bereiche der Medizin hinausgehen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner gibt es hier immer wieder kostbare Hinweise für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt auf dem Weg zum Unternehmer in der eigenen Praxis. Heute habe ich wirklich eine sehr liebe und sehr, sehr ja auch spannende Interviewpartnerin, und zwar die Rechtsanwältin Tatjana Schmelzer. Tatjana und ich haben uns tatsächlich über diesen Podcast kennengelernt. Sie hat mich irgendwann angeschrieben und sie hatte einiges an Lob, was ich sehr schön fand, aber auch einige neue Ideen. Und wir haben uns ausgetauscht, auch im Vorfeld, und ich habe sie dann gerne hier in diesen Podcast eingeladen. Und wir sprechen heute über das Thema, wie auch die Medizin immer weiblicher wird und welche Möglichkeiten habe ich denn als junge Ärztin oder als Ärztin überhaupt in eine Praxis einzusteigen, mich selbstständig zu machen. Und wir besprechen auch so ein paar vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu typisch weibliche Themen. Wir wollten auch nicht zu klischeehaft werden, aber ich denke, wir mussten diese Themen ansprechen, damit wir allen auch gerecht werden und wir auch wertvolle Tipps und wirkliche Hinweise geben können. Ich habe sie auch deshalb eingeladen, weil ich finde, sie hatten selber eine sehr spannende Vita. Sie ist 1995 mit ihrer Familie aus Russland, also aus Sibirien, eingewandert, hat hier dann studiert. Kommt selber aus einer Familie, die sehr stark medizinlastig gewesen ist. Sie hat mir gesagt, ihre Mutter ist Hebamme gewesen, ihr Großvater Apotheker, Tanten und Onkels Ärztin und Krankenschwester. Wie gesagt, 95 ist sie nach Deutschland gezogen, hat dann Abitur gemacht, hat erstes und zweites Staatsexamen gemacht, hat ausschließlich in der medizinrechtlichen Kanzlei nach der Geburt ihres zweiten Kindes gearbeitet, die Fachanwältin für Medizinrecht oder sie hat die Fachanwältin für Medizinrecht absolviert und hat dann 2016 ihre eigene Kanzlei gegründet, hat im Rahmen dieser Gründung und im Rahmen dieser Existenzgründung einen Gründerpreis auch gewonnen, einen Kanzleigründerpreis für ein Kanzleikonzept. Und darüber spreche ich heute mit ihr und es ist wirklich ein sehr tolles und spannendes Interview mit Tatjana Schmelzer. An der Stelle noch einmal, ihr wisst, das ist mir im Moment ein sehr großes Anliegen, ein Hinweis auf unsere Veranstaltung Startup Praxis am 6.7.2019 im Signal Iduna Park. Da gibt es jetzt Karten auf www.startup-praxis.de, also das Forum für den Mediziner, für alle, die die eigene Praxis wollen, eine eigene Praxis führen. Ein Forum, das sich damit beschäftigt, über den Tellerrand der Medizin hinauszublicken, ganz viele spannende Themen und Szenarien aus unterschiedlichen Bereichen mal beleuchtet. Wir haben ganz viele spannende Interviewgäste bzw. Speaker da, insgesamt 12. Sind noch 2, die noch nicht ganz klar sind, deshalb kann ich sie an dieser Stelle noch nicht benennen. Aber freut euch drauf, wird eine ganz tolle Veranstaltung. Und ich freue mich, viele von euch dort persönlich kennenzulernen. Aber jetzt erstmal das neue Business Doc Podcast Interview mit Tatjana Schmelzer. Viel, viel Spaß. Ja, nochmal herzlich willkommen, Tatjana. Schön, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast an diesem frühen Freitagmorgen. Ich steige jetzt einfach mal mit der Standardfrage ein. Wer ist Tatjana Schmelzer? Was macht sie beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja. Hallo, ich bin Tatjana Schmelzer, bin beruflich eine Anwältin, Fachanwältin für Medizinrecht, betreibe meine eigene Kanzlei und arbeite auch ein bisschen nebenbei bei einem Klinikträger, um auch mal die andere Seite mal kennenzulernen. Ziel meiner Kanzlei ist, die Ärzte in der Niederlassung zu begleiten und ihnen möglichst viel abzunehmen an bürokratischen und anderen Hürden, damit sie sich wirklich voll auf ihre Familie und auch auf ihre Patienten konzentrieren können. Schwerpunktmäßig bin ich da im Abrechnungsbereich tätig. Und privat bin ich Mutter von 2 schulpflichtigen Kindern, bin also auch oft als Mama-Taxi unterwegs und habe also die privaten Herausforderungen dann auch, ja. Ja, das heißt, das fordert dich sowohl als auch im Augenblick, ne? Also die Mutterrolle auf der einen Seite, du hast ja auch während der Ausbildung, während der Studienzeit
Du hast ja vorhin im Intro schon mal angesprochen, Studienzeit, deine Kinder bekommen, ich glaube, nach dem oder vor dem zweiten Staatsexamen, musst du jetzt noch mal gucken. Vor dem zweiten, das erste Kind vor dem zweiten, das zweite nach dem zweiten. Ja, genau, also von daher ja schon, also eine Frau, die wirklich mitten im Berufsleben steht, aber dann eben auch zwei Kinder hat und mit der Familie die Kinder versorgen muss. Schaffst du dir einen Ausgleich irgendwie, also dass du sagst, brauch auch mal Zeit für mich und wenn ja, wie? Ja, also ich versuche regelmäßig laufen zu gehen, also da wirklich in die Natur, um mal ein bisschen abzuschalten. Und ja, ansonsten bin ich noch dabei, mir diese Freiräume zu schaffen, weil ich dann doch zu sehr irgendwie Mutter bin und alle anderen im Vordergrund habe. Und mittlerweile merke ich, ich sollte da auch ein bisschen mehr auf mich achten. Ja. War das denn von dir immer schon ein Ziel, selber Unternehmerin zu werden? Oder hattest du anfänglich vielleicht gedacht, auch das Studium der Juristerei bringt mich vielleicht irgendwann in die angestellte Tätigkeit. Vielleicht wolltest du auch in Staatsdienst gehen, also in irgendeiner Art und Weise Staatsanwaltschaft, Richterin oder sonst irgendwas? Oder wolltest du wirklich immer in die eigene Praxis? Eigentlich wollte ich nie Anwältin werden, ehrlich gesagt. Ich habe nämlich während des Studiums schon in einer Kanzlei gearbeitet und auch während des Referendariats. Und da hat mein Chef damals immer gesagt, ja, guck dir das genau an. Und da habe ich mir gedacht, oh Gott, ne, dieser Stress, dieser ständige Druck, das will ich eigentlich alles gar nicht. Und als ich dann aber auf Jobsuche war, als Mutter von zwei Kindern, war zumindest mal hier bei uns in der Region, das ist ja im Saarland, war eigentlich nichts zu finden. Und ich war dann ganz lange Zeit bei Mitarbeitern in einer Kanzlei, bis mein Kollege dann sich anders beruflich orientiert hat. Und dann stand ich tatsächlich vor der Frage, was mache ich jetzt? Und das war eher die Verlegenheit, dass ich erstmal in die Kanzlei gegangen bin, wo ich gesagt habe, naja, anders sehe ich jetzt keine Möglichkeit. Ich habe wirklich alles Mögliche ausprobiert, mich auch beworben und nicht wirklich weitergekommen. Und da habe ich mir gedacht, so die einzige Möglichkeit eigentlich für mich, den Beruf so auszuüben, wie ich das will, ist die eigene Kanzlei. Und dann bin ich eher aus Verlegenheit dahin gegangen, was aber mittlerweile zu einer vollen Überzeugung geworden ist. Also ich kann mir momentan auch nichts anderes vorstellen. Wäre denn vielleicht der Weg in die Medizin auch ein Thema für dich gewesen? Weil auch das habe ich ja schon im Intro gesagt. Du hast ja eine sehr medizinlastige Familie, beziehungsweise deine Familie ist ja, ich kann es nochmal eben sagen, Mutter Hebamme, Opa Apotheker, Tanten Ärzte und Krankenschwester. Also hätte ja auch die Richtung sein können. Ne? Ja, durchaus. War auch eine Überlegung. Wir sind ja 95, also ich war knapp 15, als wir nach Deutschland gekommen sind. Und als ich dann 2000, beziehungsweise noch Ende der 90er, 99 vor dem Abitur stand, habe ich massive gesundheitliche Probleme bekommen. Und da war es so, dass mir das Medizinische auch dann ausgeredet wurde. Also das war durchaus für mich ein Thema, klar. Aber sowohl wegen den gesundheitlichen Problemen damals, als auch ja, habe ich dadurch, dass meine Mutter halt hier schon im Krankenhaus gearbeitet hat und ich das so ein bisschen mitgekriegt habe, wie da auch der Umgang dort war, fand ich das sehr heftig und das wollte ich dann nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ich suche mir was anderes. Und letztlich habe ich ja jetzt auch wieder mit Medizin zu tun. Also ich verbinde diese zwei Bereiche. Ich bin auch durch meine Mandanten auch sehr viel in sehr tief auch teilweise in diesen medizinischen Themen drin. Und das reicht mir dann auch, ja. Jetzt hast du gerade gesagt, würde ich gerne mal aufgreifen, du hast viel mitbekommen aus der Welt der Medizin, also Krankenhausmedizin, die Arbeitsstrukturen wirst du wahrscheinlich gemeint haben und alles das, was du damit zu tun hat. Was hat dich da abgeschreckt? Ja, dieser ständige Druck, im Schichtdienst arbeiten zu müssen, diese 24 Stunden, wobei ich immer, also mir bis heute nicht erklären kann, wie man da auch vernünftig wirklich arbeiten kann, ja? Also unter welchem Druck man da steht, alles richtig zu machen. Und dann dieses wenig Wertschätzende. Also ich hatte damals im Kreißsaal ganz viel mitbekommen, ja, die Assistenz der Ärzte werden von Oberärzten gescheucht, die ihrerseits von ihren Chefärzten. Also ich fand das kein schönes Miteinander. Und deswegen war das so für mich, so vom Gefühl her, nicht das richtige Umfeld. Ja. Hast du denn damals schon, du hast ja gesagt, ihr seid 95 nach Deutschland umgezogen. Hast du einen Unterschied zwischen den Systemen jetzt in Sibirien, beziehungsweise in deinem Heimatland und in Deutschland wahrnehmen können?
Also gerade medizinisch, weil ja auch deine Familie medizinisch da sehr stark tätig war. Ja klar, natürlich. Also in Russland war das so, dass die medizinische Versorgung sehr konzentriert vorhanden war. Mhm. Also das heißt, solche Strukturen wie MVZ hier jetzt zum Beispiel, ne, wo man verschiedene Fachrichtungen in einem Verein. Es gab so eine Poliklinik, ja, und da gehst du halt durch einen langen Flur und auf jeder Seite sitzt halt irgendein Facharzt. Mhm. So war es halt in Russland. Und daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und hier ist es ja so, da muss man sich seine Ärzte irgendwie zusammensuchen, ja, also zumindest im ambulanten Bereich. Ich hatte das Gefühl, also hier im Krankenhaus, ja, die Ausstattung war schon mal ganz anders, ja. Also ich finde das dort alles viel, viel ärmlicher, ja. Also da sind die Leute, also ich weiß noch genau, meine Oma war krank und lag im Krankenhaus. Da haben wir die Bettwäsche für sie mitgebracht und haben ihr Bett bezogen, ja. Ja. Und hier wird man quasi dann rundum versorgt. Oder auch als mein Bruder Blinddarm rausgenommen bekam, ne? Also meine Mutter durfte da nicht bleiben, der war 10 Jahre alt, musste dort allein bleiben. Mhm. Ich hatte nur 2 Stunden, die sie ihn besuchen durfte. Und dann fuhr sie da immer hin mit ihren Töpfen, mit Hühnersuppe extra für ihn gekocht, weil es dort nicht wirklich was zu essen gab. Ja? Mhm. Da sieht man dann schon ganz krass, wo die Unterschiede sind. Ne? Klar. Aber das ist jetzt bezogen auf die medizinische Versorgung. Du hast ja gerade gesagt, in Deutschland, so wie du es erlebt hast, also als du hier rübergekommen bist und in deiner besonderen Situation, hast du wenig Wertschätzung im Krankenhaus, also jetzt nicht bezogen auf deine Person, sondern der Mitarbeiter untereinander wahrgenommen. Wie würdest du das sagen? War das in Russland auch anders? Oder war das zu früh, um sich da eine Meinung drüber zu bilden? Könnte ja auch sein, ne? Ja gut, ich hatte das Gefühl, dass dort viel mehr miteinander gearbeitet wird. Also das, was ich bei meiner Mutter mitgekriegt habe, die war ja in so einer Frauenklinik tätig, als Hebamme, wo sie sowohl Sprechstunden angeboten hat, als auch Geburtsbegleitung, und da waren auch Frauenärzte und so weiter. Da hat man viel mehr dieses Miteinander zusammen erlebt. Ne? Mhm. Also ich weiß noch, wenn ich halt irgendwie von der Schule da mal vorbeiging, ne? Da gab es immer eine Kaffeeküche, ne, wo dann immer irgendjemand für die anderen irgendwas mitgebracht hat. Und das war so, ja, dieses Menschliche war, finde ich, viel mehr vorhanden. Mhm. Auch jetzt, als wir 2015 war ich mit meiner Mutter nochmal drüben. Und da sind wir ihre alten Kolleginnen besuchen gegangen. Ne? Also da haben sie dann mal alle so mitgekriegt, aha, die Vera ist da. Ja. Haben sie alle die Arbeit mal niedergelegt, ne? Und haben sich dann mal zu alle zusammengesetzt und haben dann auch so ein bisschen über die Arbeitsbedingungen alles ausgefragt. Also kann ich mir hier nicht so vorstellen. Ja, wenn du jetzt heute hier im Krankenhaus tätig bist, du sagst ja, du arbeitest auch als Fachanwältin für Medizinrecht mit dem Krankenhaus zusammen, ich glaube für das Abrechnungsthema, Regressthema und so weiter. Wie erlebst du die Strukturen da? Ist das aus deiner Sicht sehr... ja, immer noch wenig wertschätzend, oder haben sich da vielleicht auch Strukturen schon verändert, wenn man mal so ein bisschen mehr hinter die Kulissen gucken kann? Ich glaube, die Strukturen verändern sich dahin, dass es ein bisschen wertschätzender wird, ja, weil einfach zu wenig Ärzte da sind. Ja? Mhm. Also die müssen miteinander besser umgehen, damit die anderen einfach mit abspringen. Aber immer noch sind diese Hierarchien sehr, sehr deutlich spürbar, finde ich. Ja. Mhm. Ich frage das deshalb, und ich wollte das noch ein bisschen bei dem Thema bleiben, ja. die Motivation für einen Arzt, also A, beziehungsweise einen Medizinstudenten überhaupt zu sagen, ich beschäftige mich mal mit dem Thema Medizin, ich möchte Medizin studieren, möchte dann meine Facharztausbildung machen, hinterher im Krankenhaus oder vielleicht dann noch in der eigenen Praxis arbeiten, sind ja sehr unterschiedlich. Und ich erlebe es auch immer wieder, dass viele Ärzte aus dem Krankenhaus in Anführungsstrichen fliehen, und gar nicht so sehr, ich sag mal, wirklich die eigene Praxis haben wollen. Sie wollen nur aus dem Krankenhaus raus. Ja. Und das sind für mich ja 2 unterschiedliche Gründe, warum tue ich etwas? Also will ich von etwas weg, ja, weil ich das nicht mehr ertragen kann, oder will ich zu etwas hin? Ja, zieht mich meine Motivation, eine eigene Praxis zu haben, eigene Patientenversorgung vorzunehmen, eigenes Unternehmen aufzubauen, Mitarbeiter zu führen in die eigene Praxis, oder eben die wenige oder geringe Wertschätzung Kollegen, Patienten, Krankenhausmanagement und Dienste und so weiter und so weiter. Ne? Deshalb ist das schon sehr interessant. Aus meiner Sicht muss ich da viel tun, auch in den Krankenhäusern. Es gibt ja Gott sei Dank sehr, sehr viele, die daran genau arbeiten, die das auch erkannt haben, auch von Klinikdirektoren oder von größeren Einrichtungen. Wir haben natürlich ein System, was das Ganze
ja nicht ganz so leicht macht, weil der Druck, wie du es gerade gesagt hast, ist ja nicht nur der Druck der Mediziner, die sich untereinander unter Druck setzen, sondern aufgrund, du hast es auch gerade gesagt, der geringen Arztdichte, die ja schon in Krankenhäusern auch vorhanden ist, Pflegepersonal und so weiter und so weiter. Mhm. Dein Werdegang ist, finde ich, ja schon sehr, sehr bemerkenswert. Also auch eine junge Frau, die jetzt mit ihrer Familie aus Russland kommt, sich dann klar überlegt, ich möchte dann irgendwann doch eine eigene Kanzlei aufmachen. Du hast einen Gründerpreis gewonnen für dein Kanzleikonzept oder ihr habt das gewonnen, das kannst du vielleicht nochmal gleich erklären. Ich bin alleine, also ich habe es gewonnen. Okay, du machst, okay, Entschuldigung. Ja, aber du bist, glaube ich, in einer Bürogemeinschaft. Vielleicht, da kannst du noch mal so ein bisschen sagen, wie arbeitest du in der Praxis? Ja, also... In einer Kanzlei, du bist ja bisher. Genau, also seit Oktober letzten Jahres bin ich auch ganz allein. Also da, wo ich jetzt sitze, das ist so mein Büro, mein Raum, was komplett ausgestattet ist. Und mit meinem Kollegen, dem bezahle ich einfach nur die Miete für dieses Zimmer. Mhm. Und mehr habe ich eigentlich mit dem jetzt nicht zu tun. Mhm. Davor war ich in einer Bürogemeinschaft, wo wir uns da schon viel mehr ausgetauscht haben und gemeinsam ein Sekretariat haben oder hatten, wo dann die zwei Damen für vier Anwälte halt auch die ganze Post und den ganzen Verwaltungskram erledigt haben. Und momentan bin ich ganz alleine, also mach alles wirklich selber. Bin dabei, aber jetzt eine Freundin einzuarbeiten, dass sie mich bei den Verwaltungsaufgaben einfach mal ein bisschen entlastet. Ja. Okay. Ich fand das deshalb bemerkenswert, das habe ich auch gesagt, du hast ja Kontakt aufgenommen über den Business Talk Podcast, so haben wir uns ja kennengelernt, was ich immer sehr, sehr, sehr schönes Zeichen finde, weil das heißt, dass auch dieses Medium, also jetzt nicht nur unser Podcast, sondern eben auch viele Dinge, die über Social Media laufen oder über digitale Kanäle laufen, Menschen miteinander verbinden kann, was ich wirklich sehr, sehr schön finde, denn ich glaube, wir hätten uns nie kennengelernt, wenn es nicht irgendwie ein Medium gegeben hätte, über die wir die Chance gehabt hätten und so kennenzulernen. Weil wir sind räumlich ein bisschen weiter auseinander und deshalb wäre es wahrscheinlich schwierig geworden. Also deshalb bemerkenswert, weil du eben ja gesagt hast, ich kann auch das nachvollziehen, gerade wir wollen ja heute so ein bisschen über das Thema Frauen auch in der Medizin sprechen. Ja. Wie ist so ein Weg als Unternehmerin, entweder bei dir jetzt in die eigene Kanzlei oder eben auch in die eigene Praxis. Es gibt ja da sehr viele Hürden leider immer noch. Ich finde, die Medizin wird weiblicher. In vielen Fachgebieten haben wir das ja schon. Und Gott sei Dank, das System ist aufgeweicht. Also die Möglichkeiten jetzt als vielleicht auch Frau mit Kindern oder als einem Partner mit Kindern in die eigene Praxis zu gehen, ist viel, viel größer geworden durch unterschiedliche Möglichkeiten, die das System und das Medizinrecht eben mittlerweile ja hergibt. Wie würdest du sagen, steigt eine oder kann eine Medizinerin gut in die eigene Praxis einsteigen, wenn sie sich überlegt, ich möchte das gerne? Gibt es da so ein, ja, so ein Gimmick, so ein Tipp von dir, wo du sagen kannst, mach das so oder so? Ja, erstmal sich die genauen Gedanken machen, warum will ich das machen? Ja. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, in die Gemeinschaft gehen. Ja. Also ich würde, also wenn ich vor dieser Entscheidung stehen würde, würde ich gucken, dass ich vielleicht als Jobsharing-Assistent oder als Gemeinschaftspraxispartner irgendwo gehe, um einfach mal zu gucken, wie funktioniert denn so eine Praxis, ja, so einfach mal auch von der Pike auf mal zu gucken, wie funktioniert Abrechnung und so weiter. Mhm. Also immer auch jemand zum Austausch zu haben. Also Einzelpraxis finde ich so von null auf schwierig, weil man einfach zu viele Sachen, also die ganze Arbeitsweise ist ja ganz andere wie im Krankenhaus, ne, wenn man aus dem Krankenhaus kommt. Anbieten würde es sich auf jeden Fall, und das ist jetzt mittlerweile auch fast in jedem Bereich möglich, während der Weiterbildung, einen Teil der Weiterbildung in einer Praxis abzuleisten. Mhm. Das ist ja wirklich mittlerweile in ziemlich jedem Fach. Bei der Allgemeinmediziner sind ja 3 Jahre Praxis vorgeschrieben, weil sie ja auch in die Praxis gehen müssen. Mhm. Ja, also da gibt es ja keine Anstellung für die Allgemeinmediziner am Krankenhaus, aber für alle anderen Fachgebiete gibt es auch die Möglichkeiten, von 1 bis 2 Jahren in eine Praxis zu gehen, schon in der Weiterbildung, um einfach sich auch die Arbeitsweise und alles anzuschauen, um sich da auch vergewissern zu können, kann ich das, will ich das, welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich denn dabei, ja, und deswegen, also schon in der Weiterbildung eigentlich schauen, dass man in seinem Fachgebiet 1 bis 2 Jahre in die Praxis geht,
das wäre so mein Tipp eigentlich schon im Vorfeld, also noch bevor man die Entscheidung für die Praxis fällt, ja, um einfach diese beiden Welten ja auch vergleichen zu können, ja. Du hast gesagt, der Einstieg ist schwierig, sehe ich ganz genauso für viele, gerade wenn es nur vorher die Krankenhauswelt gegeben hat. Was meinst du aus deiner Sicht, macht diesen Einstieg schwierig? Gibt es irgendwie so zwei, drei Themen, wo du vielleicht auch aus der Erfahrung mit deinen Mandanten immer wieder hörst, da habe ich Angst oder das ist mein Problem? Erstens das Finanzielle abzusichern, die Liquidität der Praxis sicherzustellen. Gerade im ersten halben Jahr ist es ja schwierig, weil ja noch keine Honorarbescheide vorliegen. Da muss man mal gucken, was kriegt man Abschlagszahlungen, reicht es überhaupt? Und dann noch die ganzen Kredite eventuell, wenn man eine Praxis gekauft hat. Das ist die Schwierigkeit. Die andere Schwierigkeit ist auch, sich in ein Team reinzufinden, finde ich. Ja, also der Arzt, der in so eine Praxis kommt, vor allem Praxis übernimmt. Es gibt ja kaum Praxisgründungen, weil wir einfach fast überall noch gesperrte Gebiete haben. Und sich da einzufügen, ja, also diesen Übergang zu schaffen, ja, sich wirklich als Team einzufinden, ist auch schwierig. Ne? Also Arzt als Chef mit dem ständigen Personal. Ich meine, im Krankenhaus haben sie zwar auch Personal unter sich, aber das ist dann halt auch wechseln und da gibt es halt auch Schichten mit den oder in Schichten, wo man halt mit Leuten besser klarkommt, nicht so klarkommt, ja. In der Praxis hat man es nicht. Man hat die Leute und man muss mit denen klarkommen, ja. Und da einen vernünftigen Weg zu finden, da zwischen Chef und trotzdem nett, das ist denke ich mal, auch ganz schwierig, ja. Meine Mandanten, ja. Also finde ich sehr interessant, weil es auch so genauso die Punkte sind, die ich in der Beratung immer wieder erlebe. Also dass die größte Sorge tatsächlich zunächst mal, die gerade wenn ich jetzt eine Praxis vielleicht doch alleine übernehme oder alleine vor den großen finanziellen Herausforderungen stehe, also wie kriege ich dieses ganze betriebswirtschaftliche Thema geregelt, Abrechnung, Finanzen, dann was Zahlungen, einfach Zahlungsströme auch angeht. Genau. Allein die Tatsache, wie verdiene ich denn mein Geld, wo kommt das Geld her, kann ich mir einfach irgendwas vom Praxiskonto nehmen, weil es einfach anders läuft, wie gehen Steuerzahlungen und so weiter. Wenn du mal überlegst, was würdest du denn am System ändern, dass das... Oder anders noch gefragt, hältst du es für sinnvoll, dass diese Themen in der Ausbildung der Mediziner einen Platz haben müssten, zumindest, ich sag mal, als Wahlfach, dass da heißt, was weiß ich, Praxisthemen, Betriebswirtschaft oder sowas, ne, damit man einfach vorher schon mal sich diesen Themen stellen kann? Ja, denke ich schon, dass es sinnvoll wäre. Also hier im Saarland gibt es auch einen Lehrstuhl für Allgemeinmedizin und die bieten Wahlfach Niederlassung und Hausarztthemen an, wird auch ja, ganz gut angenommen, aber gut, das sind dann immer so pro Jahrgang so 10 bis 15 Leute, die dann dahin gehen und sich das Ganze anhören. Aber dann wird auch, finde ich, relativ hochwertig das Ganze angeboten, wo verschiedenste Themen beleuchtet werden, zum Beispiel ja Umgang mit den Mitarbeitern, Umgang mit den Fehlern. Umgang mit der KV, das besetzt auch selber die KV und versucht da auch schon das Ganze, ja, die Leute darauf vorzubereiten oder denen halt die Möglichkeiten aufzuzeigen, welche Angebote sie haben. Also finde ich schon sinnvoll, denn es ist ja klar, die Unis sind eigentlich auf Exzellenz gepolt und versuchen halt Spitzenmediziner auszubilden. Wobei nicht beachtet wird, dass 80% der Mediziner eigentlich in die Breite gehen. Ja, also es ist ja nicht quasi, also wir brauchen nicht so viele Exzellenzmediziner, wir brauchen eigentlich Mediziner in der Breite. Das ist so ein bisschen das Spannungsfeld im Studium schon. Und da finde ich solche Angebote eigentlich sehr sinnvoll, um auch den Leuten zu zeigen, also wenn ihr quasi nicht zu den Spitzenforschern, Medizinern werdet,
dann solltet ihr euch mit den Themen auf jeden Fall auseinandersetzen, denn das kommt auf euch zu. Also du meinst, dass man auch so ein paar generalistische Dinge einfach mit einführen sollte ins Studium. Ich finde das übrigens hochinteressant, ja, dass das im Saarland so angeboten wird. Denn ich glaube, das ist unglaublich wichtig, wenn man natürlich hört, klar, pro Semester dann 10 bis 15 Leute, ist es wieder relativ wenig, aber es ist ein Anfang und man sollte auf jeden Fall überlegen, dass man sowas weiter ausbaut oder vielleicht auch bundesweit weiter anbietet. Ist auch einer unserer großen Ziele hier auch mit dem Thema Business Talk. Da gibt es auch genau diese Überlegung, das anzubieten. Bieten, aber da werden wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt im zweiten Halbjahr noch mal ein bisschen mehr zu sagen können. Was ich auch interessant finde, dass du sagst, das Thema im Team arbeiten und mit vielleicht Kollegen arbeiten, das erlebe ich auch sehr oft, dass die jungen Ärzte oder jungen Mediziner oder auch insbesondere Medizinerinnen, also auch in den letzten Jahren ist bei mir die Quote der Medizinerinnen in der Praxis immer größer geworden, also gerade so die hausärztlichen Berufe, natürlich Gynäkologie, Kinderärzte, da haben wir sehr, sehr viele Medizinerinnen in der Zwischenzeit, aber ich erlebe es eben auch in Krankenhäusern, dass insbesondere internistische Bereiche von Frauen besetzt werden und da ist tatsächlich immer dieses Thema, wie arbeite ich oder wie komme ich weiter gut klar mit meinem, ich sage jetzt mal, Praxispartner, der vielleicht vorher der Abgeber der bestehenden Praxis gewesen ist und man arbeitet eben noch eine Zeit zusammen. Also da kommt eben auch so ein bisschen die persönliche Seite bei raus. Würdest du sagen, dass auch das ein Thema sein sollte, also eine breit gefächertere Persönlichkeitsausbildung, also dass man eben auch vielleicht selbstbewusst auch mit Patienten, mit Mitarbeitern umgeht. Ich erlebe das sehr häufig, dass die Sorge vor Fehlern größer ist, als die Chance dahinter zu sehen, die eigene Praxis zu entwickeln. Ja. Und dann denken, also an diese Entwicklung denkt ja auch nicht wirklich jemand. Ja, also die gehen in die Praxis, die wissen genau, was sie da abspulen, welche Ziffern sie dann dahinter schreiben und was sie ungefähr dann rauskriegen, ja. Und damit hat sich das. Ich erlebe sehr wenige Ärzte, die tatsächlich so eine Vision entwickeln. Ja, also die dieses Unternehmerische dann auch in die Praxis tragen, ja, und versuchen, das irgendwie umzusetzen. Ja. Das ist, glaube ich, sehr persönlichkeits- und typabhängig, ob man das in einer generalistischen Form anbieten kann, weiß ich nicht. Ich glaube, das muss man wollen und dann hat man alle Möglichkeiten, auch sich dahingehend auch mit diesen Themen zu beschäftigen und auch Angebote zu finden. Ja, auch. Also als ich jetzt in die Kanzlei gegangen bin, ich hatte überhaupt keinen Plan, wer oder was ein Unternehmer ausmacht, wie funktioniert das Ganze. Und dann bin ich zu Netzwerken gegangen und habe dann verschiedenste Leute kennengelernt. Erstens war ich einfach komplett überrascht, mit welcher Bandbreite und was die alles machen, um überhaupt mal Geld zu verdienen. Ich meine, beim Anwalt ist es ja relativ klar, genauso wie beim Arzt, ja, was er macht. Aber was da an möglichen Businessmodellen und Möglichkeiten gibt, also das hat mich total überrascht. Und über die Leute bin ich dann halt erst in diese Bereiche reingekommen, Social Media, Marketing, ne, Finanzen, BWL, das ist alles, was man eigentlich auch als Arzt ja eigentlich braucht, ja, um dann seine Praxis als Unternehmen zu führen. Und ich glaube, also wer da wirklich dann Interesse hat und nicht nur so sein Programm irgendwie abspult, der findet schon Mittel und Wege. Ich glaube nicht, dass man das generalistisch anbieten könnte. Ja, also wirklich zu sagen, guck doch mal über den Tellerrand hinaus, bleib nicht nur in dem medizinischen Bereich, ne? Geh auch einfach mal, guck in anderen Branchen, schau dir an, was andere tun und vielleicht kannst du von denen einfach auch was mitnehmen und was lernen. Ne? Ja, genau so. Nochmal, das ist ja genau unser Ansatz auch für unsere Startup-Praxis-Veranstaltung im Juni, die wir da anbieten, wo wir genau sagen, wir wollen mal andere Bereiche in die Medizin reinbringen, und genau diesen Ansatz wählen, mal zu sagen, also guckt über diesen Tellerrand hinaus und beschäftigt euch mal mit Themen, die eigentlich so in den Jahren vorher mit der Medizin gar nicht in Verbindung gekommen sind. Genau. Ja. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen den Schwung zur weiblichen Seite der Medizin finden, denn ich glaube, das ist insofern wichtig. Viele haben ja auch Sorge, wie kriege ich das mit meiner Familie hin? Geht das überhaupt? Gibt es Möglichkeiten? Was kann ich tun? Wenn wir jetzt mal so uns anschauen, ist der ärztliche Beruf mit Familiengründung überhaupt vereinbar? Also kann ich das leisten? Kann ich also sagen, ich habe meine Kinder auf der einen Seite und meine Verantwortung, nehmen wir mal an, ich will in die eigene Praxis meinen Patienten gegenüber. Gibt es da so ein,
ein Tipp von dir oder ein Hack, den du auch mit Mandanten oder Mandantinnen schon durchgeführt hast? Nee, also in dem Sinne ist es nicht irgendwie bei mir ein Thema der Beratung. Aber aus persönlicher Überzeugung kann ich sagen, jeder Beruf ist mit Kindern vereinbar. Man muss es halt nur wollen. Mhm. Und was mir immer geholfen hat, ist halt ein breites Netzwerk aufzubauen. Ja? Also ohne ein Netzwerk, ohne so ein paar Notfalltelefonnummern, die man immer anrufen kann, um zu sagen, kannst du mit meinem Kind mal kurz abholen oder ja, kurz dabei bleiben, während ich irgendeinen Termin wahrnehmen muss. Mhm. Das ist dann schwierig. Also wenn man den Anspruch an sich hat, alles irgendwie selber meistern zu müssen, dann ist es vermutlich nicht vereinbar. Mhm. Wenn man aber bereit ist, auch seinen Kindern weitere Bezugspersonen zuzumuten, ja, also sei es durch die Kita, Tagesmutter oder sonst irgendwie, ja, dann ist es definitiv möglich, auf jeden Fall. Kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen, wenn wir mal so leicht ins Medizinrecht gleiten, kannst du nochmal sagen, welche Möglichkeiten gibt es denn? Also ich bin jetzt eine junge Ärztin, habe vor, in die eigene Praxis zu gehen, weiß aber gar nicht oder kann mir vorstellen, halbtags zu arbeiten. Was kann ich tun? Welche Möglichkeiten habe ich da? Gut, wenn es nur ums Arbeiten geht, also in einer Praxis arbeiten, dann bieten sich natürlich die Anstellungsmöglichkeiten als erstes an. Mhm. Sei es auf einen halben Sitz irgendwo angestellt zu sein oder vielleicht auch als Jobsharing-Partner reinzugehen, um einfach ja, sich einen Überblick zu verschaffen, wie funktioniert das in der Praxis. Mhm. Ja, und da auch zu gucken, inwiefern ich da wachsen kann. Ja, also inwiefern gefällt mir die Arbeit, wie will ich das so weitermachen. Ansonsten, ja, Anstellungen gibt es ja auch im MVZ zum Beispiel. Also wie gesagt, die bieten das auch immer mehr an. Oder die Möglichkeiten, überhaupt irgendwo angestellt zu arbeiten, gibt es zunehmend immer mehr. Mhm. Und auch die gemeinschaftliche Berufsausübung wird immer mehr gefördert. Mhm. Also auch, ich war jetzt im Januar auf einer Tagung mit dem Richter des BSG, des 6. Senates, der ja quasi die Rechtsprechung in diesem Bereich für Praxisrecht maßgeblich mitbestimmt. Und der hat gesagt, ja, auch die Rechtsprechung sieht das so, oder zunehmend werden die Fälle so entschieden, dass die gemeinsame Berufsausübung besonders gefördert wird. Mhm. Und dieses Ideal der Einzelpraxis, des Einzelkämpfers, wird immer mehr zurückgedrängt. Mhm. Und im Rahmen dieser gemeinsamen Berufsausübung, ja, das Erste, was sich anbietet, ist natürlich eine Anstellung, aber auch die Hürden, um gemeinsame Berufsausübung, also so richtig selbstständig als Unternehmer durchzustarten, mhm. der immer besser, also allein durch die halben Sitze, wo man sich mit irgendjemandem so einen Sitz teilen kann. Genau. Ja. Das wäre meine nächste Frage gewesen, was du von dem Thema Sitzteilung hältst. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, wie sowas funktioniert, damit man sich ein Bild machen kann. Also vor dem Hintergrund jetzt Sitzteilung heißt, was bedeutet das und welche Möglichkeiten bietet mir das zum Beispiel von einer Stundenzahl in der Woche? Wie viel muss ich arbeiten? Welche Optionen ergeben sich da? Kann ich vielleicht mit einem Sitz schon eine Gemeinschaft gründen? Ja, klar. Kannst du zwei Sätze zu sagen? Genau. Genau, also mit einem Sitz, also wenn ich habe jetzt zum Beispiel in der Beratung ein Ehepaar, die übernehmen einen ganzen Sitz, aber jeder zur Hälfte. Mhm. So dass die eine Gemeinschaftspraxis gründen mit jeweils einem halben Sitz im selben Fachbereich. Und pro Sitz sind sie ja verpflichtet, momentan noch 10 Stunden Sprechstunde anzubieten, also pro halben Sitz 10 Stunden Sprechstundenzeit anzubieten. Mehr ist natürlich immer optional und möglich, ja. Mhm. Mal gucken, was jetzt bei dem neuen TSVG da rauskommt, also ob sich das irgendwie steigert oder was da passiert. Also es ist ja momentan alles sehr im Fluss, also ich habe noch keine endgültige Entscheidung, ob die 25 Stunden kommen oder nicht. Wobei viele ja auch sagen, also das ist ja sowieso nur eine obligatorische Zahl, die da nach oben gesetzt wird. Wir sind sowieso häufiger oder viel länger als 20 Stunden sind ja jetzt für den Einzelsitz da und stehen auch den Patienten zur Verfügung. Also ich glaube, für die in Anführungsstrichen der arbeitende Medizin ist das überhaupt kein Problem, diese 5 Stunden mehr da. Klar, deswegen, also ich sage ja 10 Stunden allein für die Patientensprechstunde, da rechnen wir vielleicht noch 5 für die ganze
Verwaltung und drumherum. Also das heißt, pro einen halben Sitz habe ich de facto, sage ich mal, 15 Stunden zu arbeiten auf 5 Wochentage verteilt. Das ist ja doch eigentlich ganz gut machbar und auch recht gut mit der Familie vereinbar. Mhm. Natürlich nach oben ist es offen, man kann sich da auch weiterentwickeln. Ja, und die Sprechstunden ausweiten. Oder also mein Tipp wäre, aber das wagt irgendwie kaum einer, vielleicht auch die Sprechstunden zu etwas ungewöhnlicheren Zeiten legen, ne, um da ein größeres Patientenaufkommen zu generieren. Ja, weil die ganzen Berufstätigen, ne, die dann erstmal um 7 bei den Hausärzten auf der Matte stehen oder weil sie sonst nicht mit drankommen, das ist ja auch oft nicht unbedingt die optimale Lösung. Ja, genau. Jetzt bedeutet das ja diese Verpflichtung, die wir gerade angesprochen haben. Und wenn wir über Sitzteilung sprechen, da reden wir ja sowieso immer nur über die Abrechnungsmöglichkeit mit den gesetzlichen Krankenkassen, was ich privat dann tue. Also das ist ja für viele auch nochmal ein Grund zu sagen, ich kann mir eine Sitzteilung gut vorstellen, denn ich habe in der Region viele Möglichkeiten, vielleicht privat zu behandeln. Vielleicht kann der ein oder andere, je nach Facharztrichtung, ja auch noch im Krankenhaus arbeiten oder noch teilweise... Genau. Operieren oder irgendwelche Belegbetten im Krankenhaus bedienen oder hat andere Optionen noch. Also ich glaube, die Flexibilität in dem Bereich ist schon sehr, sehr groß geworden, wenn man sich vorstellt, dass man dann, ich sag mal, mit 3 halben Sitzen, also in Anführungsstrichen jetzt 1,5 Sitzen, mit 3 Leuten eine Gemeinschaftspraxis führen kann, die sich aber trotzdem breit aufstellen kann und die trotzdem unternehmerisch denken kann. Ich glaube, da entwickeln sich, da können sich ganz andere, in Anführungsstrichen, wieder Geschäftsmodelle entwickeln, die man auch durchführen kann, wenn man mal darüber nachdenkt, welche Optionen und Möglichkeiten haben wir da. Genau, also belegärztliche Abteilungen gehen jetzt auch langsam zurück. Das kriege ich jetzt am Krankenhaus mit. Wollen die Ärzte auch nicht so, weil diese ärztliche Verantwortung einfach zu groß ist. Diese Bereitschaft, einfach auch jederzeit zum Patienten fahren zu müssen. Mhm. Zunehmend kommt es ja, also durch die Verschärfung des Korruptionsstrafrechts haben wir ja immer mehr den Trend, dass Ärzte auch mal für 2-3 Stunden in der Woche im Krankenhaus angestellt werden, neben ihrer normalen Praxistätigkeit, um da auch operieren oder besondere Leistungen erbringen zu können. Mhm. Deswegen also kann man da auch in der Praxis arbeiten, aber auch diesen Bezug zum Krankenhaus beziehungsweise ein gewisses sicheres Einkommen trotzdem noch ganz gut generieren. Ja. Was ist jetzt, wenn ich in der Praxis bin, also als Ärztin in der Praxis schon tätig bin? Ich bin in der Gemeinschaft tätig und eine Schwangerschaft tritt ein. Ich weiß aber, dass ich auf jeden Fall weiterarbeiten möchte. Gibt es da irgendwas? Das kommt ja nun mal vor. Ich komme mir teilweise jetzt ein bisschen klischeehaft vor, wenn mir diese ganzen Frauenthemen, aber das ist ja wirklich sehr interessant und auch mal zu überlegen, was kann ich da tun? Genau, also sofern man in eine Praxis, in eine Gemeinschaft geht, sollte im Praxisvertrag, in einem Berufsausübungsgemeinschaftsvertrag sollte auf jeden Fall eine Regelung getroffen werden. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Die finde ich die Schwierigkeit in der Medizin und auch in der Rechtsmedizin oder in der Medizinerberatung im rechtlichen Bereich. Es gibt so viele unglaublich komplizierte Begriffe. Allein dieses Gesetz, was gerade schon wieder, was du ja abgekürzt gesagt hast, die ganzen Strukturänderungen, also das sind einfach Zungenbrecher. Ne? Also das ist einfach so, da bin ich immer froh um jede Abkürzung oder um jeden eigenen Begriff, den ich mir darum mache. Also ich kann das gut nachvollziehen, dass man hin und wieder mal nochmal überlegen muss, wie heißt das ganze Thema jetzt. Aber entschuldige, ich hatte dich gesagt. Genau. Nee, kein Thema. Also wenn ich wirklich noch in dem Alter bin, wo ich sage, ich würde auch gerne noch Kinder bekommen und in eine Praxis gehe, sollte in dem DAG-Vertrag, das ist die Abkürzung, auf jeden Fall geregelt werden. Wie ist das denn, wenn ich schwanger werde? Also wie lange bekomme ich dann noch vielleicht Geld und wann kann ich einsteigen? Was passiert, wenn ich irgendwie nicht so einsteigen kann, wie ich es geplant habe? Mhm. Ja, also kann ja einiges auch passieren. Ja. Also das sollte definitiv geregelt werden. Das ist auch diese Berufsunfähigkeitsregelung beziehungsweise diese Krankheits-Regelungen sind enorm wichtig.
Wie lange will die Gemeinschaft das Ganze auffangen, also meine Abwesenheit auffangen? Wie lange sind sie denn bereit, das aufzufangen? Mhm. Ja. Also mit Auffangen meinst du die, ich sag mal, erstmal zunächst vielleicht eine Zeit lang unentgeltliche Vertretung, genau, oder vielleicht geltliche Vertretung. Ja, als Gemeinschaft quasi die Stunden, die Sprechzeiten abzufangen, ja. Genau. Mhm. Da muss ich mir im Vorfeld halt natürlich auch die Gedanken darüber machen, ja. Und auch mit dem Partner und auch mit der näheren Umgebung mir überlegen, wer kann mich da unterstützen, ja. Also wo gebe ich mein Kind eventuell hin, wenn ich meine Sprechstunde halten muss. Mhm. Also das sind sehr viele Überlegungen, die halt nicht nur rechtlich irgendwie greifen, sondern auch, wie ich mein Leben dann auch organisieren möchte. Mhm. Denn wenn man in die Praxis geht und selbstständig ist, hat man dann keinen Anspruch auf Mutterschutz. Ne? Also das, mhm, muss man dann sich halt vertraglich zusichern lassen. Ja. Mhm. Und als Selbstständiger ist man dann ja in dem Sinne auch schutzlos gewissermaßen gestellt. Ja. Mhm. Gut, es gibt Anspruch weiterhin auf Elterngeld und so weiter, aber bei Selbstständigen ist es ja auch unheimlich kompliziert mit Belege, Nachweisen und so weiter. Mhm. Ist das Teil deiner Beratung, dass du eben auch darauf hinweist, also welche Möglichkeiten habe ich denn da? Also das Thema Sicherheit spielt ja für den Menschen einfach, ist ein Grundbedürfnis, ne? Spielt ja immer eine unheimlich große Rolle. Viele Dinge kann man absichern. Also ich sag mal, du hast das Thema Berufsunfähigkeit, Haftungsfragen, Krankentagegeld und so weiter, kann man alles absichern. Trotzdem bleibt ja immer so ein bisschen die Sorge, dass etwas passieren könnte. Berätst du zu diesen allgemeinen Themen eben auch, dass du sagst, Mensch, ich weise auch darauf hin, du hast Elterngeld jetzt angesprochen, du hast die Möglichkeit angesprochen, vertragliche Situationen zu regeln, aber das ist ja oft mehr, das ist ja mehr eine ganzheitliche Beratung, oder sehe ich das falsch? Also auch als Rechtsanwältin eine ganzheitliche Beratung, meine ich, ne? Ja, das wäre definitiv eine ganzheitliche Beratung und sofern das irgendwie möglich ist, versuche ich das natürlich immer abzudecken, mhm, denn ich versuche meinen Mandanten auch immer so als Mensch zu begegnen und versuche mich in deren Situation zu versetzen und zu überlegen, was würde ich an deren Stelle jetzt noch wissen wollen? Ja, also was würde mich da vielleicht noch umtreiben? Und deswegen, also wenn da mit diesem Ehepaar zum Beispiel, das wird definitiv jetzt ein Thema sein. Wir werden jetzt noch einen Gemeinschaftspraxisvertrag zusammen machen. Und da wird definitiv auch ein Thema sein, was ist, wenn sie weitere Kinder kriegen wollen. Mhm. Ja. Naja, gerade wenn die, ich sag mal, die persönliche Zukunft auch noch ansteht. Also ich sag mal, dass gerade das Thema Kinder, das Thema Familiengründung und so weiter, das spielt ja für viele eine wirklich wichtige Rolle. Wir haben im Vorfeld des Gesprächs ja auch mal über dieses Thema Work-Life-Balance gesprochen. Wobei ich diesen Begriff finde ich nicht so passend, weil ich glaube, als Unternehmer ist man immer irgendwie Work, ja, und dann hat man auch immer irgendwie Life. Also ja, genau. Man muss für sich entscheiden, wie viel mache ich an welcher Stelle. Und diese Frage danach, ist jetzt Samstag oder Sonntag, vielleicht habe ich, was das angeht, vielleicht ein paar Öffnungszeiten, die ich einhalte, aber grundsätzlich glaube ich, bin ich irgendwie als Unternehmer oder als Arzt, als selbstständiger Arzt ja eigentlich immer in eigener Verantwortung und damit auch immer unternehmerisch oder selbstständig unterwegs. Genau. Wir sind schon wieder fast 40 Minuten im Interview. Die Zeit vergeht immer so schnell. Wenn jetzt jemand mit dir in Verbindung treten möchte, wir machen das wie immer, wir machen ja alle Verlinkungen zu dir und zu der Kanzlei und auch deine Kontaktdaten auch in die Shownotes, sodass jeder einfach auch mal nachfragen kann. Gerade jetzt kann mir sehr gut vorstellen, dass einige Medizinerinnen das auch sehr gerne haben, sich von einer Fachanwältin für Medizinrecht nochmal beraten zu lassen, gerade weil du natürlich auch die persönliche Situation gut einschätzen kannst, ja, mit Kindern, mit Familie drumherum. Eine Sache wollte ich aber noch fragen, die habe ich die ganze Zeit schon im Kopf und mir auch aufgeschrieben. Wie siehst du denn die Rolle des Partners in einer solchen Funktion? Also die Partnerschaft, also tragen ja viele mit. Ich habe jetzt gerade im Kopf, ich habe auch ein Interview geführt hier mit einer Kieferorthopädin, die selbstständig ist, die mittlerweile 3 Kinder hat in der Selbstständigkeit, die eine Praxis führt mit mittlerweile 4 angestellten Ärzten, die überlegt, eine weitere Praxis hinzuzunehmen. Diese Geschichte haben wir damals auch im Podcast besprochen, die mir also bei dem Kauf der Praxis, wir kamen gerade von der Bank und wir haben die Finanzierung abgeschlossen, die mir dann sagte, ach Herr Neumann, jetzt kann ich es Ihnen ja sagen, ich bin gerade zum 3. Mal schwanger. Also mit einer solchen Selbstverständlichkeit in die Sache herangegangen ist,
die aber, und das fand ich sehr schön, zu dem Zeitpunkt eben einen Partner hatte, der gesagt hat, okay, du machst die Praxis, ich kümmere mich um unser Leben und kümmere mich um die Kinder und wir begleiten das Ganze. Deshalb die Frage, was meinst du, welche Rolle spielt der Partner? Also Partner sowohl als auch. Ja, eigentlich die wichtigste, ja. Also da muss auch dahinter stehen und auch bereit sein, eventuell bei sich im Job auch ein bisschen kürzer zu treten, um die Unterstützung zu geben. Ich glaube, Sheryl Sandberg hat in ihrem Buch Lean In geschrieben, die wichtigste Entscheidung, die eine Frau trifft, ist, wenn sie heiratet. Ja. Und das kann ich, glaube ich, auch so unterschreiben. Vor allem, wenn man die Selbstständigkeit will, braucht man da auf jeden Fall vorbehaltlosen Rückhalt. Ja? Ja, also da muss einer da sein, auf den man sich verlassen kann, der auch das Familienleben mitregelt, mitdenkt und auf den, der auch mal alle Fäden in die Hand nehmen kann. Mhm. Der vielleicht auch mit berät. Ne? Also das ist ja auch, finde ich, auch immer etwas, also man muss ja viele Entscheidungen eben auch selbst treffen, selbst fällen und selbst wenn man jetzt vielleicht Praxispartner hat, trotzdem gibt es eben Bereiche, die ja immer für einen selbst auch verbleiben, jetzt nicht im medizinischen Bereich, sondern gerade im unternehmerischen Bereich. Und ich erlebe es bei mir ja auch, also meine Frau ist für mich teilweise wie eine kleine Unternehmensberatung. Ja, wenn wir dann abends zusammensitzen, ganz lange oder wir mit dem Hund lange spazieren gehen und uns über das unterhalten, was ich so mache oder was sie so macht, dann finde ich das immer sehr, sehr unterstützend, einfach mal einen Tipp von jemandem zu bekommen, der außerhalb der Welt ist, in der ich mich tagsüber bewege und da vertraue ich ihr wirklich auch sehr, sehr stark, dass sie mir die Hinweise gibt, an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal drüber nachzudenken oder das aus einer ganz anderen Sicht zu sehen. Also deshalb glaube ich, bin ich total bei dir, der Partner spielt, hat eine unglaublich große Bedeutung bei der Entscheidung zur Selbstständigkeit. Mhm. Nochmal vielleicht eine so ein bisschen deine Person nochmal, du machst ja nicht nur die Begleitung im medizinischen Bereich, du hast ja gesagt, du arbeitest auch für ein Krankenhaus. Kannst du darüber nochmal ein bisschen was sagen? Also du hast anfangs gesagt, ich glaube, weiß jetzt nicht, ob ich es richtig im Kopf habe noch, das geht um das Thema Abrechnung oder Regresse. Nee, also im Krankenhaus, ich bin bei einem Krankenhausträger momentan angestellt, mache Elternzeitvertretung für eine Kollegin und also befristete Geschichte. Und da bin ich eigentlich Ansprechpartner für alles. Also das habe ich mir so auch nicht vorgestellt, ehrlich gesagt, als ich da hingegangen bin. Es war, ich dachte auch, das ist mehr medizinisch geprägt. Ist es gar nicht. Also was ich am meisten mache, ist eigentlich sehr viel Arbeitsrecht, weil neben der Klinik gibt es da auch sehr viele Altenheime und Jugendhilfeeinrichtungen, die dann auch mit dabei sind. Sehr viel Datenschutzrecht momentan auch und eigentlich sehr wenig Medizinrecht. Also das hat mich etwas überrascht, dass ich dort nicht so viel damit zu tun habe. Aber gut, Datenschutzrecht geht jetzt halt momentan auch extrem vor. Ja. Aber ist das vielleicht auch ein Learning, was wir jetzt zum Beispiel daraus mitnehmen können, dass man sagen muss, Mensch, wenn ich selbstständig bin, habe ich vielleicht auch Bereiche, die ich einfach mit abdecken muss oder mit abdecken kann, damit, ich meine, das Thema Datenschutz wird dir sicherlich irgendwann auch in der Praxis immer wieder vor die Füße fallen, ja, das Thema Arbeitsrecht wird auch in der Praxis immer wieder ein Thema sein, also von daher ist es ja vielleicht gut, an anderer Stelle immer auch mal wieder damit konfrontiert zu sein und das kann ich eins zu eins auf jede Praxis und auf jede Praxistätigkeit übertragen, denn ich muss in der Praxis medizinische Themen behandeln, ich muss aber auch natürlich andere Themen bedienen, die mich auch als Persönlichkeit weiterbringen. Ja? Genau. Ja, auf jeden Fall. Also das erweitert extrem Horizont und verschafft mir jetzt auch am Krankenhaus neue Kontakte, einfach weil ich da jetzt sehr viel auch mit dem Krankenhausdirektor zu tun habe oder auch mit Chefärzten, gerade im arbeitsrechtlichen Bereich, wenn es da um irgendwelche Arbeitszeitmodelle oder sonst was geht, klar. Ja. Und ich finde auch, das ist wieder was in der Praxis, also in der ärztlichen Praxis hinterher auch wirklich zu tun hat. Also mal tatsächlich zu überlegen in der großen Gemeinschaft, wie kann ich Prozesse anders steuern? Du hast es vorhin auch schon gesagt, lass es nur über andere Öffnungszeiten in der Praxis laufen. Lass es dann darüber laufen, wie ich Mitarbeiter einsetzen muss später in der Praxis. Und das in der Beratung vom Krankenhaus auf eine Praxis zu übertragen. Deshalb bin ich auch immer stark dafür, nochmal von anderen Bereichen zu lernen und mal zu gucken, was kann ich wohin übertragen. Ne? Und auch der Arzt, der im Krankenhaus
Krankenhaus ja viel mitbekommt und vielleicht schon sieht, Mensch, da gibt es neue Möglichkeiten und die dann professionell begleitet auch in meine spätere Praxis zu integrieren. Genau. Da glaube ich, da beginnt das unternehmerische Denken. Ne? Ja, sehr, sehr spannend. Ich danke dir für deine Zeit heute Morgen. Wir sind eine Dreiviertelstunde jetzt dabei. Du weißt ja, ich habe immer schon noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Ganz klar. Würde ich auch gern mit dir machen. Deshalb starten wir jetzt einfach mal in die letzten vier Fragen. Die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Die Medizin wird viel mehr weiblicher und auch viel mehr internationaler. Wir haben jetzt schon sehr viele ausländische Ärzte, die versuchen, diesen Mangel aufzufangen an Ärzten. Das wird noch mehr kommen. Also wir werden immer buntere Zusammensetzungen von Teams haben und ich hoffe, das wird auch sehr viel wertschätzender und wieder menschlicher. Dass man die Patienten auch nicht mehr nur als eine Nummer irgendwo sieht oder eine Akte, sondern das, was den ärztlichen Beruf letztlich ausmacht, diese Zuwendung zu geben, dass das viel mehr wieder in den Vordergrund rückt. Ja, da schließt sich gerade der Kreis zum Beginn des Gesprächs, ne? Dass du dir die Zukunft der Medizin wertschätzender vorstellst. Sehr, sehr schön. Genau. Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit? Zunehmend bedeutet das für mich körperliches Wohlbefinden und meine Gedanken in Einklang zu bringen. Mhm. Ja, also auch insofern, sage ich mal, jede Krankheit irgendwie so anzunehmen und mir da bewusst auch die Ruhe zu geben und zu sagen, okay, wenn mein Körper jetzt irgendwie nicht so richtig funktioniert, dann muss ich nicht da auch noch irgendwie in die Kanzlei und weiter selbst und ständig überall präsent sein, sondern mich dann auch bewusst zurückziehen, um die Kraft zu tanken und gesund zu bleiben. Ja. Welche Eigenschaften sollte aus deiner Sicht der Arzt als Unternehmer haben? Oder die Ärzte als Unternehmer? Ja, also ich glaube, 3 Eigenschaften sind maßgeblich. Also erstmal offen zu sein. Offen zu sein für Neues, offen zu sein, über den Tellerrand zu gucken und auch ja, mit offenen Augen einfach durch die Welt gehen und ja, für die Impulse offen zu sein, sein Leben irgendwie ganz anders zu gestalten. Dann muss man wagemutig sein, finde ich. Also man muss schon was wagen. Wenn man Unternehmer wird, dann geht man ja aus der Sicherheit raus. Es kann ja immer was passieren. Man ist ja allein und für sich selber dann verantwortlich und muss Wege finden, die einem passen, um sein Business voranzubringen. Von daher, also diesen Mut muss man haben und auch Zuversicht. Man muss dran glauben, dass man es kann. Mhm. Sehr schön. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat? In der Vergangenheit. Also für mich als Unternehmerin war das Buch von Stefan Merath, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, einfach maßgeblich. Also da habe ich erst, glaube ich, eine Ahnung davon bekommen, was es heißt, Unternehmer zu sein. Allein diese Trennung der Aufgaben in Manager und Fachaufgaben und Unternehmen, allein sich bewusst zu machen, in welchen Hut man gerade auf hat, das hat mir schon sehr geholfen. Und auch Profit First von Mike Michalowicz, das hat einfach mein Verständnis für die wirtschaftliche Führung eines kleinen Unternehmens einfach auf den Kopf gestellt. Profit First, ja, gar nicht schlecht. Da hattest du mir schon mal von erzählt, jetzt erinnere ich mich gerade daran. Genau, ja. Die letzte Frage, gibt es jemanden, den du uns als Podcast-Gast hier für diesen Podcast empfehlen könntest? Ja, also ich würde die Tina Petersen empfehlen. Die macht auch einen Podcast von Healthy Docs, nennt sich das. Mhm. Und die versucht da die traditionelle und auch so ein bisschen die alternative Medizin zu vereinen und zeigt den Ärzten auch anhand von Interviews und Beispielen, wie man gesund durch die stressige Zeit der eigenen Praxis irgendwie durchkommt. Ja. Cool, sehr schön, die kenne ich noch gar nicht. Wie Healthy Docs heißt das? Ja, genau. Okay, wenn wir mal sofort eine Verlinkung machen. Also ich finde ja mal alles spannend, was so in diesem Medizinbereich jetzt schon da ist. Und gerade wenn es dann auch um neue Alternativen geht, sehr schön. Ich bin auf die aufmerksam geworden, als sie das Interview mit Christine Woltmann geführt hat. Christine Woltmann ist so als Frauen-Empowerment-Coach unterwegs.
Und da ging es auch um zunehmend mehr Frauen in der Medizin und was das bedeutet. Und, sehr schön. Ja. Okay, dann werde ich die auf jeden Fall mal verlinken und auf jeden Fall auch nochmal ansprechen. Tatjana, ganz vielen Dank für deine Zeit heute Morgen. Ich weiß, dass du auch ein strammes Programm hast immer tagsüber und deshalb schön, dass wir heute Morgen hier sofort einsteigen konnten in das Thema Podcasting. Für alle die, die zugehört haben und zugeschaut haben, ganz lieben Dank. Zum Schluss immer nochmal der Hinweis auf eine Bewertung bei iTunes, YouTube oder wo Sie uns auch immer hören. Ist deshalb für uns wichtig, weil wir damit im Ranking ein bisschen weiter nach oben kommen, was sowieso schwer genug ist für so einen kleinen Podcast wie bei uns. Aber es wird immer besser und ich freue mich wirklich über jede Bewertung, die ich bekomme, auch die meisten bis jetzt als E-Mail. Aber ich freue mich wirklich über alles. Deshalb immer Daumen hoch in jede Richtung. Und ja, mein Hinweis immer zum Schluss, bleibt unternehmerisch. Und das Schlusswort hat wie immer unser Podcast-Gast. Ja, ich wünsche auch, dass viel mehr Ärzte auch sich trauen, eine eigene Praxis aufzumachen. Ich glaube, da gibt es kaum einen freien Beruf, der doch so sicher in dieses Unternehmerische hineingleiten kann, also allein vom Wirtschaftlichen her. Ich denke, also ich meine, die Vergütung zumindest mal, wenn man einen Sitz hat, ist ja relativ gesichert und man kann sich da auch wirklich fachlich und menschlich komplett austoben und sich da sehr persönlich weiterentwickeln. Von daher bin ich auch immer froh zu sehen, wie sich das entwickelt und auch neue Konzepte zu begleiten. Vielen, vielen Dank nochmal. Dir eine schöne Restwoche oder schönes Wochenende und ja, bleibt unternehmerisch. Bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss, Tatjana. Bis dahin. Tschüss.